Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie man sieht, habe ich mir die Haare aufgehellt. Also da hat mir mein Mann geholfen, aber es ist nicht ganz so geworden. Da sieht man noch ein bisschen dunkel. Aber ich finde, alles in allem sieht es gut aus. Was aber allerdings nicht gut aussieht, überhaupt nicht, ist die Küche. Schaut mal, das sieht hier aus. Was muss euch noch scharf? Ja. Sieht absolut schrecklich aus. Wir haben es jetzt gegen 10, 6 nach 10. Und ich würde mal sagen, ich lege jetzt los und zeige euch dann nachher dann das Endergebnis, wie es aussieht. Und bis später. Tschüss. So, die Küche ist jetzt fertig, wie man sehen kann. Wie man jetzt sehen kann. So sieht sie jetzt aus. Geschirrspüler muss ich noch starten und durchsaugen. Nika ist auch mit von der Partie, weil ich geraschelt habe. Und ja, das werde ich jetzt noch schnell machen und dann ist die wirklich fertig und genau. So, die Küche ist fertig. Dann habe ich noch hier eben den Flur, also die schwarzen Fliesen gemacht und die Stube durchgesaugt und gewischt. Wir haben es jetzt halb zwei. Und in einer halben Stunde ungefähr kommt Mayra, also der Hund von den Schwiegereltern. Und da werde ich dann wahrscheinlich anfangen, dann ein bisschen zu leeren. Da sieht es rot aus. Ein Pickel, super. Ja, genau. Na, komm her, Nika. Komm her. Was mir bei Nika aufgefallen ist, sie wird an der Schnauze braun. Vorher war sie da eigentlich rabenschwarz gewesen und alles und jetzt wird sie dort braun. Also Bolognas sind schon eine Wundertüte und am 15. Gibt es ein Geschwistertreffen. Aber da wissen wir eben leider noch nicht, ob wir daran teilnehmen können oder eben nicht, weil dort ein Arbeitskollege und dessen Frau kommen werden. Und da müssen wir erstmal fragen, ob das für sie in Ordnung wäre, dass man das verschiebt, eben aus diesem Grund und alles. Und ja, mal schauen, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Aber ja, so ist das. Dann konnten wir halt vorher leider noch nicht wissen. Sie hat relativ, also wir hatten den Termin schon abgemacht mit dem Arbeitskollegen. Und ja, mal schauen. Jedenfalls, wenn er sagt, es geht nicht, dann lassen wir es auch. Und wenn es geht, dann ist super, dann verschieben wir das. Und ja, genau. So sieht's aus. Und ich muss sagen, ich bin richtig stolz auf mich. Gestern war mir, also bin ich mit meinem Schwager und Schwägerin ins Freibad gefahren und ihren Kindern. Und ich habe mir ja nichts mitgenommen zu essen oder sonstiges. Und die haben dort Cracker gegessen, Sandwich gegessen und alles. Und ich habe einfach nur getrunken. Trinken habe ich mir nämlich mitgenommen. Und später sind wir dann noch in die Stadt, also sie sind in die Stadt gefahren und dort haben sie sich dann Eis geholt und ich habe aber darauf verzichtet, eben wegen den Punkten und alles und ich möchte auch unbedingt abnehmen. Genau, mein Ziel ist es ja, mal schauen, ob ich das schaffen werde bis Ende Jahr, eben unter die 80, also von mir aus 79. 0,9 Kilogramm wären perfekt. Und dafür denke ich, wird noch das Karate gut sein und dieses Ton. Die zwei Sachen werden sicherlich sehr dazu beitragen. Vor allem dann wäre es theoretisch, würde ich dreimal die Woche Sport machen.
Aber erst einmal muss ich schauen, ob es mir gefällt. Und wenn es mir gefällt, ja, werde ich das machen. Und ja, genau. Sonst gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen. Eben meine Haare sind aufgehellt. Zwar eben, wie gesagt, nicht überall. Da kommen ein paar Dunkel noch hervor. Oh. Ja, ich finde jedenfalls, dass es mir gefällt und alles und dass es gut aussieht. Und ja, die Hauptsache ist ja, dass es mir gefällt. Euch muss es jetzt zum Glück nicht gefallen. Wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr mich nicht mehr gucken. Dann könnt ihr von mir aus deabonnieren, wenn ihr diesen Anblick nicht ertragen könnt. Aber ich mag's und ja, das ist eben das Wichtigste. Jo. Genau, ich versuche eigentlich jetzt mir so eine Routine anzueignen, also morgens wirklich um 7 aufstehen und alles und dann direkt loslegen. Und das ist schwerer als gedacht, um 7 aufstehen, wenn man sonst gegen 9, halb 10, 10 aufsteht. Aber ich denke, dass es für mich einfach viel besser ist, morgens gleich aufzustehen und das meiste zu machen. Vor allen Dingen heißt es ja so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und ja, das heißt, ich muss morgens früh aufstehen und das möchte ich mir jetzt gern angewöhnen und auch so machen. Dann eben mit Nika spazieren gehen, frühstücken, also ein ganz normaler Morgen. Und ja. Gelingt noch nicht so hervorragend. Also ich bin zwar um 7 wach und alles, bleibe aber meistens noch eine halbe Stunde im Bett liegen und das ist eigentlich nicht das Ziel, sondern dass ich gleich aufstehe. Ich werde mir wahrscheinlich jetzt dann beim Wecker das wieder so einstellen, dass ich aufstehen muss, um ins Bad zu gehen. Und da werde ich mich dann direkt fertig machen. Und alles, dass ich direkt los kann, wenn ich zurück bin, dann frühstücken. Ja, ich glaube, das werde ich machen. Und mal schauen, was es dann wird. Ich hoffe, dass ich das schaffen werde. Und momentan verkaufen wir ein paar Sachen, die wir einfach nicht mehr brauchen, die hier wirklich nur noch rumliegen und ja, die einfach nicht mehr benutzt werden, wie ein altes Handy oder meine eine alte Uhr. Und warum dann nicht einfach verkaufen? Dann ist man das los und wegschmeißen wird zu schade. Drum und ja, so sieht's aus. Ja, ich werde mich jetzt verabschieden. Ich habe genug gelabert für heute. Nachher, also in 20 Minuten ungefähr, kommt der Hund von den Schwiegereltern und ich freue mich drauf. Ist meistens nämlich eine ganz liebe, die verstehen sich ja hervorragend. Und ja, ich werde mich jetzt verabschieden. Während jetzt das Video schneiden und auch den Futter muss ich endlich mal fertig machen vom Samstag. Und das werde ich jetzt machen. Und ich verabschiede mich jedenfalls heute von euch. Und ich denke, wir sehen uns dann morgen dann wieder in aller Frische. Also bis dann. Tschüss.